Hallo ihr Lieben, in diesem laufenden Jahr leben wir bekanntlich im Jahr des Mondes und das exakt bis zum 20. März 2021. Was wissen wir über den Mond überhaupt? Und wie kann es sein, dass er unser Leben beeinflussen kann? Ja, sogar die Welt verändern kann. Wir wissen, was bei Ebbe und Flut passiert und die Kraft des Mondes die Meere bewegt. So gibt es viele Menschen, die sogar beschwören, dass sie bei Vollmond nicht schlafen können. So belegen Statistiken, dass es bei Vollmond mehr Gewalttaten geschehen. Es wird absolut nicht bestritten, dass der Mond Einfluss auf unser Leben nimmt, wie zum Beispiel den Zyklus der Frau oder das Wachstum der Pflanzen. Kann aber das unser Leben verändern? Nein, keinesfalls. Etwas anderes gibt dem Mond die Macht. Beschreiben wir es mit dem Wort, mit einem Wort: Gefühl. Der Mond ist das große Himmelssymbol für alles, was dieses Gefühl, Wort, beinhaltet. In unserem Leben spielen Gefühle und die größte Rolle, denn es ist der Klang unserer Seele. Daraus werden die Gedanken geboren und bestimmen unser Handeln. Der Mond, dieses milde Licht im Dunkeln, ist der Spiegel unserer Zeit. Dieses Licht leuchtet tief in unseren Gedanken und bestimmt die Richtung und Orientierung. Dafür hat der Mond nicht allzu viel zu tun, denn es genügt, wenn wir in seinem Licht den Spiegel unserer Seele erblicken. Dann haben wir klar vor Augen, was wir wünschen, unsere Sehnsüchte und Freuden. Dann wissen wir, was wir zu tun haben. Der Mond übt auf unsere Gefühle einen bestimmten Zauber aus, dem wir uns nicht so leicht entziehen können. Dies ist die Botschaft des Mondes in seinem Herrscherjahr. Entdecke deine Gefühle und vertraue ihnen. Handle und lebe nach deinen Gefühlen und du wirst sehen, dass sich vieles verändert, wenn du diese Botschaft verinnerlichst. Gemeint sind damit die natürlich guten Gefühle, die jeder Mensch seit der Geburt in seinem Inneren bewahrt. Und da stehen Liebe und Verstehen, mehr Verantwortung und Solidarität sowie Mitgefühl und Mitleid an erster Stelle. Es ist wundervoll, zu fühlen, es zu erleben und damit zu leben. Und das macht alles besser. Beginnen wir, unsere Erde mehr zu lieben, in Rücksicht und Freude. Genau das lässt die Welt auch besser werden. Herzlichst, eure Diria.